Alle Propheten haben die Botschaft Allahs an ihre Völker getragen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war es sogar, dem eine Botschaft gegeben wurde, die bis zum jüngsten Tag für die gesamte Menschheit gilt. Entsprechend gilt der Ruf zum Islam, also die Dauer des Islam, auch an die gesamte Menschheit, um sie aus den Finsternissen ins Licht zu führen. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und wir haben vor dir keinen Gesandten gesandt, dem wir nicht die Weisung eingegeben hätten. Es gibt keinen Gott außer mir, so dient mir. Doch wie ist der Ruf zur Botschaft Allahs erfolgt? Wie haben der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba und die Generationen darauf diese Botschaft auf ihren Schultern an die Menschen getragen? Und wie hat diese Botschaft noch heute auszusehen? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, rufe zum Wege deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung und streite mit ihnen in bester Weise. Das falsche Verständnis über diese Ayah ist einer der Gründe dafür, warum Muslime denken, dass sie immer nett und lieb zu sein haben und mit den Menschen auf eine sanfte Weise reden müssen. Doch dem ist nicht immer so. Wenn man diese Ayah allerdings auf diese Weise versteht, kann es zu einer sehr passiven Haltung führen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran auch, euch eure Religion und mir meine. Einige verstehen diese Ayah im Kontext dessen, dass jeder an das glauben soll und darf, was er will, und man sich darin nicht einzumischen hat. Aber auch dieses Verständnis ist falsch und führt zu einer falschen Haltung. Keiner kann zur Akzeptanz des Islam gezwungen werden. Und die Dauer sollte stets mit Weisheit und schöner Ermahnung erfolgen. Aber das darf nicht dazu führen, dass man ein falsches Verständnis darüber bekommt. Die Dauer ist eine konfrontative Aufgabe, bei der wir nicht nur den Islam an die Menschen tragen, sondern auch die unislamischen und falschen Ideen und Praktiken kritisieren und widerlegen. Um die Menschen vom Islam zu überzeugen, darf man sich nicht nur darauf beschränken, ihnen die Ideen des Islams zu erklären und ihre Lebensweise und Ideen als falsch zu bezeichnen. Diese Ideen müssen auf eine Weise erklärt und kritisiert werden, dass die Menschen die Falschheit hinter ihnen erkennen, um ihnen dann den Islam als einzig richtige Alternative zu präsentieren. Denn im Herzen einer Person können keine zwei widersprüchlichen und gegenteiligen Ideen existieren. Denn während man die eine in sich trägt, ist kein Platz für die andere. Manchmal muss man ein Haus erst komplett in Schutt und Asche legen, um danach ein neues Fundament zu legen, auf dem man ein neues und besseres baut. Dies ist es, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns fordert. So sagt er subhanahu wa ta'ala, aber nein, wir schleudern die Wahrheit gegen das Falsche. Und da zerschmettert sie ihm das Haupt. Und sogleich geht es dahin. Die Dauer ist ein Kampf der Ideen, bei dem unterschiedliche Beweise aufeinanderprallen und die Stärkeren überleben. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Kufr im Koran nicht nur in allgemeiner Form angegriffen, sondern gesellschaftliche Missstände aufgegriffen und diese falschen Praktiken und Ideen beim Namen genannt. In Surah Mutaffifin kritisierte er die Ungerechtigkeit im Handel und warnt jene, die dies tun vor Yawm al-Qiyam, wo sie dafür zur Rechenschaft gezogen werden. In Surah Takwir kritisiert Allah subhanahu wa ta'ala die verdorbene Praktik, dass die Araber ihre Kinder lebendig begruben, wenn es Töchter waren, wofür sie ebenso zur Rechenschaft gezogen werden. In Surah Hadid kritisierte Allah subhanahu wa ta'ala Prahlerei und Wettstreit in Bezug auf Besitz, Vermögen, Herkunft und Kinder und lenkt den Fokus weg von der Vergänglichkeit der Dunya hin zur Ewigkeit in der Akhirah. In Surah Ma'un kritisierte Allah subhanahu wa ta'ala das Zurückstoßen von Weisen und die Vernachlässigung der Bedürftigen. Auch hat Allah ihren Glauben an die Götzen wie Al-Lat, Al-Uzza oder Al-Manat angegriffen und für falsch erklärt. Dies sind nur einige der zahlreichen Beispiele, in denen Allah subhanahu wa ta'ala die Falschheit aufzeigt und sie ihre Legitimität entledigt. Sie können nicht anders als ein Angriff verstanden werden. Gleichzeitig zeigen diese Ayat uns, was unsere Aufgabe ist, und zwar die heutigen gesellschaftlichen Probleme und korrupten Praktiken genauso anzugreifen, sie an ihrer Wurzel zu packen und zu delegitimieren, um ihnen dann den Weg zu zeigen, der ihnen Zufriedenheit in diesem Leben und ewigen Erfolg im Jenseits verspricht. Um diese Aufgabe zu bewerkstelligen,
reicht aber nicht aus, mit dem Finger auf Dinge zu zeigen und sie als falsch zu betiteln. Wir müssen auch die falschen Ideen studieren, um in der Lage zu sein, ihre Falschheit klar und deutlich darzulegen. Der Koran ist ein Buch für die Ewigkeit. Doch die Praktiken und Ideen, die Allah subhanahu wa ta'ala zur damaligen Zeit angriff, sind nicht immer exakt dieselben wie heute, auch wenn sie Schnittpunkte aufweisen. Umso wichtiger ist es, dass wir die Probleme unserer Realität detailliert kennen, um sie mit Präzision attackieren zu können. Dies ist es, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran vorgezeigt hat. Und genau so müssen wir damit fortfahren.